Wir werden jetzt gleich erstmal eine Runde Koroladen machen. Das erste Mal in meinem Leben. Ich habe vorher noch nie Koroladen gemacht. Also ich habe keine Ahnung, was uns da erwarten wird bei dieser Geschichte. Und moin, moin, meine aktiven Freunde. Jo, ich werde mal alles rausholen, was wir brauchen. Oh, naja. Ladennadeln. Wenn man da rausbekommt, wie viel Kohlan. Brauchen wir eigentlich noch ein bisschen Semmelmehl oder so? Ich glaube nicht, wa? Eine Ewigkeit später. Noch ein bisschen Knoblauch ran hier. Knoblauch sag ich schon, ein bisschen Pfeffer. Machen wir ein Ei oder zwei Eier? Wir machen mal zwei. Zwiebeln gehen nicht, Leute. Falls meine Freundin auch noch was essen möchte, die hat das nicht so gerne. Zwiebeln machen wir separat. Ich mach trotzdem Zwiebeln rein, glaube ich, Leute. Heute, weil Koroladen sind mein Lieblingsessen, ich mach Zwiebeln rein. Heute gibt's Koroladen-Milchschnitte. Wir versuchen uns mal an Koroladen. Ich habe in meinem Leben noch nie Koroladen gemacht. Und ich möchte dieses, ich sag mal, diese Bildungslücke möchte ich mal versuchen zu schließen, da Koroladen eins meiner liebsten Gerichte sind. Deswegen versuchen wir heute mal, ob wir das irgendwie so hinkriegen, wie Oma das macht. So, dann gucken wir mal. Wir müssen jetzt erstmal die oberen Blätter abnehmen, weil ich glaube fast, dass das erste reicht. Die anderen sehen gut aus. Ich habe Omas Worte immer noch im Kopf. Oh shit, nein. Ich habe gedacht, das geht einfacher. Fuck. Müssen wir den noch anweichen oder irgend so ein Shit? Das ist gar nicht so einfach. Jetzt weiß ich auch, warum Oma immer gemeckert hat, dass sie den Scheiß nicht so oft machen will. Ich verstehe es langsam. Ich verstehe. Ich verstehe es. Wir getten der. Naja, guck mal. Also jetzt mal wirklich. Das ist doch ein Ergebnis. Das ist doch ein Ergebnis hier. Oh Gott, ich weiß warum. Ey, ich kann, ohne Scheiße, ich kann meine Oma so fühlen gerade in dem Moment. Junge, ich mach dir nicht ständig Koroladen. Und ich habe immer nicht verstanden, warum. Das liegt doch nur im Bräter, habe ich immer gesagt. Und Oma so, ja, dann mach die Scheiße mal. Okay. Ja, gut, ein bisschen kaputt hier. Ein bisschen kaputt da, das geht schon. Oh, okay, yes, we got it. Ich glaube, so mit ein, zwei, ohne Risse ist, glaube ich, nicht drin. Aber so Risse sind ja nicht schlimm. Die Frage ist halt, wie bindest du den Shit nachher zusammen? Oha, das ist hier, das ist ein Flickenteppich. Das ist ein, oh, oh. Oh oh. Okay, das ist wirklich, also Profi. Entspannt euch, Leute. Ihr seht das schon wieder viel zu kritisch. Am Ende, wenn es aus dem Arsch rauskommt, sieht es so aus wie alles andere auch. Ob da jetzt ein Blatt eingerissen ist oder nicht. Guck mal. So, jetzt kommt der witzige Part. Wie kriege ich das da rum? Ohne dass das bricht. Das wird spaßig. Hm. Ich hätte
Jetzt weiß ich auch, warum Oma Binfaden benutzt hat. Ich habe gedacht, ich muss furzen, aber muss ich doch nicht. Are you serious? We got it. Wir haben Binfaden. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Ey, Bleed Purple oder so. Hier, wir nehmen Schwarz, davon haben wir eine dicke Rolle. Okay. Also an eurer Stelle würde ich jetzt vorsichtig sein, weil ab jetzt geht der Punkt los, wo ich sehr genervt sein werde. Das sind so Sachen, also das sind wirklich Sachen, da fahre ich aus der Haut. Oh, wie macht man den Bullshit denn jetzt wieder fest hier? Und da geht's nämlich wieder los. Meine Fresse, das ist so eine dumme Scheiße, wer sich so einen Piss ausgedacht hat. Knoten machen mit Bindfaden, alleine. Es ist ohne Scheiß, Chat, es gibt nichts, wirklich nichts in meinem Leben, was mich so auf die Palme bringt wie solche Scheiße. Knoten machen mit Bindfaden, alleine. Mein Name ist Katrin und ich weine. Wir braten die jetzt alle nacheinander an und dann schmeißen wir die alle in den Topf. Aber du musst die Blätter noch blanchieren! Dizzy, blanchieren! Oh, das darf ich mir heute den ganzen Tag anhören. Oh, das ist einfach der geilste Geruch auf dem Planeten. Oh, das ist der geilste Geruch auf dem ganzen Planeten. Da ist leider kein Platz mehr für eine dritte, weil ich habe, ganz schön dicke Dinger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Bindfaden ein Haufen Scheiße ist. Ich habe so das Gefühl, dass der Bindfaden ein Haufen Scheiße ist und der den ganzen Geschmack versaut. Ja. Also ich möchte es nicht aussprechen, ne? Aber ich glaube, wir haben gerade das komplette Projekt verkackt, indem wir Garn genommen haben, der mit irgendwas versetzt ist.